Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zur Folge 46. So wie versprochen geht es natürlich jetzt hier in der Hauptstory weiter mit dem Angriff auf die Burg Shimura. Wir sollen jetzt mit Yuna sprechen. Und ja, wir schauen mal, was er uns zu sagen hat. In der letzten Folge hatten wir schon hier einen Angriff auf die Burg. Wir sind aber noch nicht im Burgfried drinne oder im Bergfried. Und ja, unser Onkel sagt, er will die Brücke reparieren und dass wir halt dann einen großen Angriff planen. Ich allerdings bin eher dafür, dass wir das heimlich machen wie eine Art Ninja, also die Leute vergiften und da heimlich reingehen. Ah, mal schauen, was da rauskommt. Da gab es einen kleinen Clinch zwischen mir und unserem Onkel und ja, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob der uns noch adoptieren will oder wir das überhaupt noch wollen. Das müssen wir uns dann im Laufe der Geschichte anschauen, würde ich sagen. Gut, aber jetzt würde ich jetzt erstmal hier noch ein bisschen, ja, mich ein bisschen umschauen, was denn hier jetzt noch so, was wir noch so einsammeln können. Fürst Sakai! Kenji, was macht ihr denn hier? Ich will den Verwundeten helfen, aber mehr als etwas Hochprozentiges kann ich ihnen nicht bieten. Wie tröstet man jemanden, der einen Arm verloren hat? Ich weiß es nicht. Taka wusste immer die richtigen Worte. Ich vermisse den Jungen. Wie wir alle. Ruht euch aus. Ich versuch's. Okay. Jin. Masako? Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Viele hatten weniger Glück. Ich war nicht da, als meine Söhne starben. Aber ich werde für diese hier in ihren letzten Stunden da sein. Fürst Shimura möchte bei Sonnenaufgang angreifen. Wenn es eine andere Strategie gibt, die vielleicht jemandes Kinder rettet. Könnte sein. Tut, was ihr tun müsst. Meine Unterstützung habt ihr. Dass wir hier noch gegen unseren Onkel zum Schluss kämpfen müssen. Eieiei. Okay, wir gehen mal. Schauen uns in die Zelte hier noch um. Dann gibt es immer ein bisschen was zu looten. Tsushima trauert um euch. Okay. Sie flicken die Brücke auf Befehl deines Onkels. Fürst Shimura will seinen Plan durchsetzen. Egal wie viele Leben es kostet. Diese Menschen kamen zum Kämpfen her. Für dich. Wie viel Wolfswurz findest du in einer Stunde? Ein paar Handvoll. Sprich mit den anderen. Jeder soll sammeln, so viel er kann. Du willst die Mongolen vergiften? Ich schleiche mich in die Burg und gebe es in ihren Trunk. Soll der Khan an seinem eigenen Blut ersticken? Dein Onkel wird es herausfinden. Ich weiß. Taka hat etwas für dich gemacht. Ich wusste nicht, ob du es willst. Doch jetzt, falls was passiert. Wird es nicht. Er würde es so wollen. Aus der Dunkelheit. Das ist unsere ganze Wolfswurz. Wird das ausreichen? Dafür sorge ich. Die Sätze. Geistrüstung, ein Geschenk von Taka, um die Taktiken des Geistes zu unterstützen. Und das letzte Werk eines guten Freundes. Geistmaske von Sakai inspiriert und von einem guten Freund für den Geist gefertigt. Geiststimmband, das Stimmband von Tsushimas legendärem Geist. Wenn ich den Turm erreiche, kann ich die Truppen des Khans ausspähen. Ein Weg.
Warte mal, wir schauen mal. Um sie zu vergiften. Kommen wir aber da nicht mehr rein, gell? Wir schauen uns aber mal die Rüstung an. Okay. Ist praktisch, dass ich nicht Kills habe, dass ich nicht so schnell gesehen werde praktisch. Okay. Wäre cool, wenn wir jetzt noch aufrüsten könnten. Können wir uns hier irgendwo hinporten? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Okay, das heißt, wir müssen jetzt so reingehen. Ich pack Gerät an. Infiltriere den ersten Burgfried von Burg Shimura. Okay, wir müssen schauen, wo wir da lang müssen. Okay, da geht's nicht. Sehr, sehr dunkel alles hier. Schlecht aus. Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Dann kann ich von oben alles ausspähen. Okay, da wollen wir nicht durch, wir gehen erstmal hier hoch. Eieiei. Scheiße.
Okay. Sehe ich die von hier oben? Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Dann kann ich von oben alles ausspähen. Okay. Das ist schwierig da. Die bewegen sich halt auch gar nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Geräumt. Okay. Kann ich sie jetzt alle am besten vergiften. Untersuche die Verteidigungsanlagen der Mongolen. Der Gartenpfad. Schwach verteidigt, gute Deckung. Ein Strohhut. Ryoso.
Natürlich ist er hier. Okay. Sie halten ein Festmahl. Ich vergifte die fermentierte Milch des Khans. Seine Armee trinkt den Ayrak und ich töte die Überlebenden. Befestigte Anlagen, Sprengstoff. Mein Onkel führt uns in ein Massaker. Jetzt zum Ayrak, ohne dass jemand Alarm schlägt. Besser den Gartenpfad nehmen. Okay, den Pfad hier, oder wie? Löse keinen Alarm aus. Oh, schleiche durch den Garten. Müsste zwischen Dächern gespannt und Balanceseile, um dich über das Schlachtfeld zu balancieren. Okay. Mal sehen, ob wir jetzt da hochkommen. Jetzt zu ihrem Festmahl. Die Getränke vergiften. Scheiße. Fuck! Eieiei!
Ja, wobei, dass ich nicht von vorne anfangen muss. Okay. Das könnte ein bisschen länger dauern, Leute. Immer wieder durch die lang rennt. Na, lieber nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Weg hier richtig ist überhaupt. Die mich hier nicht sehen, verstehe ich nicht. Wait, we have Cooper!
Parson Hunigen Held auf! Buchstumus Samurai! Buchstumus Held auf! Yamar Nigim Harwo! Jum Alak! Nimmt die Truppe weiter, oder? Ich steh, was rumste! Dara Multart, Chadakwe! Okay. Das ist wieder ein, also mal. Das ist Wahnsinn. Ich habe so 5 Pfeile jetzt. Тэднээс мултар чадахгүй хараал ицсэн самурай болж таарлаа. Дөрөвдөр хоолбороо бодоод дуртаа. Ямар нэг юм харво. Тэнд харагдах уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Дөрөв мултар чадахгүй. Ich hätte immer wieder stellen sich hier einen neuen hin. Jetzt dürften sie bald keine mehr haben. Jetzt einfach hier mal runter. Dort lagern sie ihre Milch. Jetzt das Gift hinzugeben. Naja, dann müssen wir erst mal da rankommen. Legium Harsinta, Juwe. Jetzt abwarten. Bin ich Boss dazu geh? Oh!
Mal schauen, ob der überhaupt noch da ist. Der Typ. Jin. Wo ist der Khan? Nach Norden. Ich soll ihm hier den Kopf des Geists bringen. Dann hol ihn dir. Nein. Ich hätte dich töten können. Doch ich überzeugte den Khan, dir eine Chance zu geben. Er brachte Tacker um. So wie du meine Männer. Ich verlor alles. Außer dich. Besiegen wir die Mongolen gemeinsam. Nach allem, was du getan hast! Sag allen, ich war dein Spion. Um das Vertrauen des Khans zu gewinnen. Den Geist glaubt man. Halt! Du warst mein längster Freund, Ryuzo. Ergib dich. Und steh zu deinen Taten. Für uns beide. Ich kann nicht. Scheiße. Okay, schau mal. Du hältst mich nicht auf, Ryuzo. Das Gift. Du brichst den Eich deines Genies. Du ließest mir keine Wahl. Mit den optimalen Kampfbedingungen da reingegangen. Sicherung der Zuflucht. Die Burg gehört euch. Der Khan marschiert nordwärts. Wir können ihn abfangen. Habt mir getrotzt! Ich tat, was ich musste. Für sie. Wollt ihr etwa so in Erinnerung bleiben? Er hat uns verteidigt. Und Angst und Chaos verbreitet. Es ist Krieg. Und ihr benehmt euch wie der Feind. Das ist nicht unser Weg. Euer Weg rettet unser Volk nicht. Der Shogun wird einen Kopf fordern. Doch es muss nicht eurer sein. Ich weiß, sie trieb euch dazu. Onkel. Schwört dem Geist ab. Schreibt doch ihr diese Gräueltat zu. Sagt ihnen, ihr seid Jin Shimura, treuer Diener des Shoguns. Nein. Mein Erbe. Mein Sohn. Ich bin nicht euer Sohn. Ich bin der Geist,
Finde den Khan. Für Taka. Geht! Was wollt ihr? Fürst Shimura hat euch Sake geschickt. Zum Dank für die Rückeroberung seiner Festung. Ich bewache den Gefangenen. Der geht nirgends hin. Wenn ihr wartet, trinken eure Freunde alles allein. Ich habe nur Wasser getrunken, seit wir hier gekommen sind. Ihr habt ihn euch verdient, mein Herr. Oh. Kenji, was tut ihr da? Wonach sieht es aus? Los jetzt! Wenn ich fliehe, kann ich unser Volk nicht vereinen gegen den Khan. Mein Onkel wird mir nie mehr trauen. Wenn ihr bleibt, schickt er euch zum Shogun zur Verurteilung. Die Befehle kamen gerade an. Das Volk braucht euch, Fürst Sakai. Yuna braucht euch. Wo ist sie? Im Norden, folgt dem Khan in die frostige Ödnis. Sie hat euer Schwert. Sie wartet auf den Geist. Vergib mir, Onkel. Findet Masako, Norio und Sensei Ishikawa. Bringt sie nach Omi. Yuna und ich öffnen den Pass und ihr stoßt zu uns. Sie wartet in Kin mit eurer Ausrüstung am heiligen Baum. Euer Pferd ist in den Ställen draußen. Laut einer Dienerin ist beim Tor ein Stück Zaun beschädigt. Dort könnt ihr hinausschleichen. Ich lenke die Männer draußen ab. Aber ich will nicht hier sein, wenn sie merken, dass ihr fehlt. Danke, Kenji. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss mit der Folge. Und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wir müssen uns hier rausschleichen. Und ja, ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Wir haben keinerlei Waffen und keinerlei Rüstung. Also, jo, wird sehr, sehr spannend. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat, war wirklich eine coole Folge, finde ich, dann lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.